Komm, Ethan, reiß dich zusammen. Du hast echt jetzt schon Schlimmeres ausgehalten als Moros Mief. Nichtsdestotrotz müssen wir hier raus. Trotzdem können wir seinen Schleim einfach relativ leicht jetzt auflösen, indem wir einfach einmal mit unserer Mörderwumme dagegen schießen. Das macht das Ganze natürlich um einiges einfacher. Ich bin sogar zu schnell für das Zeug. Wirkt, als wäre das irgendwie Säure oder so, weil das so zischt auch. Ekelhaft jedenfalls. Ekelhaft. Gott sei Dank haben wir unendlich Munition. Das ist so schön. Komme ich hier raus? So, Dalle, jetzt kommen ja gleich die nächsten Lichens hier. Ah ja, das war's, was hier noch gefehlt hat. So, in dem Abschnitt hier was zu übersehen ist halt auch extra einfach. Fass nicht vergessen. Ich hasse das, wenn die so rumspasten. Sind auf jeden Fall auch schon mehr geworden. Weil eigentlich hätten die mich jetzt ja noch gar nicht bemerken dürfen. Kristalliner Schädel, ja, darf ich bitte? Hallo? Nein? Doch, warte, hier. Ach Gott, komm schon. Danke. So, hier war irgendwo Kraut im Kraut. Da. Auch sehr fies versteckt. So, Dalle. Ich glaube, jetzt kommen auch wieder große hier, ne? Oh. Haben sie mich noch nicht bemerkt? Offensichtlich nicht.
Sackratte! Na, wenigstens haben wir alles. Gott sei Dank. Man war jetzt nicht so dramatisch eigentlich. Waren nicht so viele Gegner, wie ich es befürchtet habe hier. Nur einer von den Gepanzerten vor allem. Nichtsdestotrotz. Einmal unnötig erwischt worden. Den Schleim hier auch zerstören. Nein. Ist hartnäckiger Schleim. Zäher Schleim. Und da wären wir wieder bei den Windmühlen. Ist eigentlich ein schönes Gebiet, finde ich. Ist da nicht auch noch einer? Na klar. Und da rennt der zweite. So, da nach hinten komme ich nicht. Da muss ich erst hin, nachdem wir den Stausee abgelassen haben. Darf ich ihn noch nehmen? So, nur eine Notiz, okay. Okay, bislang haben wir alles. Da kriegen wir ja erst noch was später dann. Na gut. Da ist der Schädel. Ja, aber ich kriege ihn nicht. Auch gut. Tun wir Boot fahren. Was war das? Hallo Moreau. Da ist ja nichts mehr, ne? Da komme ich ja nicht weiter, Mann. Also ja auch sowas, da willst du ja auch zuerst da reingehen, aber wenn du da reingehst, wird ein Event getriggert und du kommst nicht mehr zurück. Hier nach hinten. Sehr, sehr, sehr fies. Weil hier hinten sind ja noch Fische und ein Kristall. Irgendwo an der Wand. Ach Gott, nur wo. Fischies. Ein Fisch. Okay.
So treffe ich ihn auf jeden Fall. Warst das jetzt schon? Ja. Okay, nur zwei Fische, aber... Ah, da ist er. Gut, das war's. Sehr gut. Könnte vielleicht doch zwei Parts jetzt dauern mit Moreau hier. Was ist das denn? Eine Forschungsstation? Was läuft hier für ein kranker Scheiß? Runter von mir! Halt still, verdammt! Ethan, hätte nicht gedacht, dass du es so weit schaffst. Wäre doch schade, wenn dir jetzt was zustieße. Ach ja? So schade wie bei mir? Na los doch, bring's zu Ende! Hey Boss, die Bewegungssensoren schlagen Alarm. Wir sollten weiter. Die Sensoren? Wo genau? Unbekannt. Schätze mal, wir waren zu lange hier und Miranda weiß es. Hey, sagtest du Miranda? Was wisst ihr noch? Vergiss es, Ethan, das ist eine Nummer zu groß für dich. Was hat die Probe ergeben? Ist definitiv mit dem Pilz verwandt. Du hältst dich aus der Sache raus. Welche Sache? Ach, schau! Shit! Bleib weg! Du... Der Ausgang ist geflutet. Keine Chance. Ich hab keine Zeit für dich. Zu spät. Miranda bereitet die Zeremonie bereits vor. Hat sie dich geschickt, um mich aufzuhalten? Dass ich nicht lache. Sag das nicht! Das ist unfair! Ich gehöre an ihre Seite, nicht du! Was laberst du? Was ist los mit dir, Mann? Ich kann es nicht mehr halten! Oh Gott! Oh Mutter! Warum? Warum? Okay, weg hier. Verdammt, was jetzt? Hopp. So, gut. Wohin müssen wir als erstes hier? Gut, darunter können wir noch nicht. So müssten wir ja erst einmal Wasser ablassen. Da stöhnt sich der Duke schon wieder einen weg. Ja, das öffnen wir jetzt noch nicht. Okay, holen wir zuerst einmal alles da draußen. So, ihr Hühnchen. Tschüss, ihr Hühnchen.
Da hat echt eins überlebt. Was bist denn du für ein Stahlhuhn? Ach so, das ist nur ein Dokument. Gut, so. Hühner besiegt, gut. So, dann gehen wir zum Duke zurück, würde ich sagen. Weil wir haben schon wieder fast keinen Platz mehr. Und verkaufen ihm halt wieder mal alles Mögliche, ne? Morgen. Ah, ja. Oh, Kristallfragment, großer Kristall, kristalliner Schädel, perfekter kristalliner Schädel, die Riesenaxt. Berengarius Kelch, Geflügel, Fisch, Wild. Pistolenmuni, Flintenmuni, Explosivgeschosse. Gut, das war's. Für sowas gibt man gerne sein Geld aus. Ach, wir könnten uns auch Erste-Hilfe-Arznei kaufen, brauchen wir aber nicht, ne? Zu hungern heißt zu leben. Okay, ja, das haben wir ja eh alles schon. Die Samurai Edge, Albert Wesker Modell, ne? Ach ja, die beiden Waffenaccessoires müssen wir ja auch nochmal besorgen. Mr. Raccoon und Mr. Everywhere. Die beiden Sammelobjekte aus Resident Evil 7 und natürlich aus Resident Evil 2, dem Remake. Aber das machen wir dann erst zu einem späteren Zeitpunkt. Auf Wiedersehen. Hoppa, dann speichern wir mal wieder. Das können wir noch nicht machen, ne? Wenn ich das Wasser ablasse... Mist, kein Strom. Ja, dazu müssen wir erst den Strom einschalten, genau. Echt jetzt? Alles verrottet hier, ne? So, gut. Hier liegt ja auch nicht allzu viel herum, glaube ich, ne?
So, das einzige Nervige hier ist ja jetzt Moreau selbst. So, das werden wir gleich mal abschießen. Danke. Müssen sie es nämlich nicht von da drüben machen. Okay. Du nicht zu futtern. Ja. Schon extra ekelhaft alles hier. Widerlich. Ja. Gut, so. Wie war das hier jetzt? Mal. Zweimal. So. Das war der Orangene, okay. Wir müssen als erstes den Weißen einschalten, dann den auch Blauen und dann den Orangenen. Knapp, aber doch. Bist du? Ich will nicht gefressen werden. Moreau. Ansichtssache. Sieh her, Mutter. Ich fürchte mich besser, Mutter. So, einmal über den Stausee, gut drüber gekommen. So, dale. Heben wir das Schiff.
Wow, was für ein Fang! Ich muss hier weg! Da hat man ja eh auch mehr als genug Zeit eigentlich dafür. Gut, so, hallo. Mach mir diese Windmühle hier nicht kaputt, Moreau. Nicht, dass er sie gleich drinnen lässt. Nein, nein, warum auch? So, ja. Nichts eingezeichnet, gut. Geronimo! Okay. Strom läuft. Setzen wir den Fisch aufs Trockene. So, wie war das? Okay, das passt. Ja, ja. Das gehört weiß, das blau, orange, blau. Da müsste es doch passen, oder? Achso, so, ja. Geschafft! Na gut. Moreau mache ich jetzt aber wahrscheinlich nicht mehr, weil wer weiß, wie schwer der eigentlich wird. Und ich will jetzt hier nicht noch 5 Versuche starten. Machen wir den beim nächsten Mal. Wir verkaufen jetzt noch alles, was wir haben. Aber gerne. Was eh nicht viel ist, offenbar. Billiger Plunder? Na schön. Du nimmst es ja trotzdem. Zu hungern heißt zu leben. Gut, dann kaufen wir auch die beiden Accessoires. Da hattest du ein Auge drauf, was? Wohl die beiden Waffen, wo sie drauf gehören, haben wir gerade nicht. Beachte mich gar nicht. Aber egal, wir haben sie jetzt. Gut.
Danke für deine Treue. Bitte. So, aber wir werden sie umsortieren. Hier der Mr. Raccoon. Und den Mr. Everywhere. Hierher. So, dann machen wir jetzt noch ein bisschen Medizin. Gut. Ja, und damit würde ich sagen, war's das für heute. Ich speichere noch einmal nett. Und dann geht's im nächsten Part gegen Morrow. Und dann beenden wir das dritte Gebiet eh auch schon wieder. Seite. War denn hier der Ausgang? Verflucht noch eins. Mein kostbares Wasser! So, Ethan, diesmal darfst du wieder in der frischen, kalten Luft stehen, aber mit Morrow's Mief. Ist doch besser als in der Mine, hä? Huh? Offensichtlich nicht. Na gut. Ich lasse Ethan hier jetzt noch weiter seine Nase ihn malträtieren. Und wir sehen uns wieder, wenn wir dann gegen Morrow kämpfen. Ach komm, Ethan, stell dich nicht an. Bis zum nächsten Mal bei Resident Evil Village. Keep gaming.